Die Retromobil in Paris eröffnete zum 41. Mal die europäische Oldtimer-Saison und die ganze Welt kam. Auch im Pariser Straßenbild sind die ersten Klassiker unterwegs, während die großen Raritäten in der Halle 1 und 2 der Messe am Porte Versailles zur Schau gestellt werden. Circa 120.000 Besucher schoben sich während der Messetage durch die Gänge, vorbei an Händlern, Ersatzteilen, automobiler Kunst und Literatur. Noch vor wenigen Jahren galt die Retromobil eher als Messe für französische Brot- und Butterautos. Zu sehen gab es dementsprechend Clubs großer französischer Marken und Karossiers und einen darauf ausgerichteten Teilemarkt. In den letzten Jahren veränderte sich der Schwerpunkt. Die Messe wurde internationaler und die Präsentationen hochwertiger. Zahlreiche liebevoll zusammengestellte Sonderschauen begeisterten auch in diesem Jahr die Besucher. Und nicht zuletzt stieg die Qualität der gehandelten Klassiker. Nie zuvor waren auf einer Messe so viele hochwertige Ferraris und Rennfahrzeuge unterschiedlicher Marken zu sehen, wie in diesem Jahr auf der Retromobil. Aber es lässt sich auch ein klarer Trend erkennen. Sportliche Oldtimer sind gefragt. Wenn überhaupt eine Limousine zu sehen war, dann bitte mit viel PS unter der Haube. Dieser Trend spiegelte sich auch bei den Auktionshäusern wider. Zwar waren bei Art Cruyal schon die eine oder andere Limousine zu finden, aber alle trugen ein sportliches oder luxuriöses Gen. Vassel Vega, Ford Comet oder sportliche Varianten von Delahaye aus den 50er Jahren. Vorkriegsmodelle blieben fast unbeachtet. Außer die Kühlermaske zierte das Emblem von Bugatti oder Aston Martin. Den Besuchern gefällt diese Entwicklung. Ehrfürchtig mit glänzenden Augen stehen sie vor den Boliden und staunen über die Schönheit legendärer Sportwagen, die man nur aus Coffee-Table-Books kennt. Auch die internationale Sammlerelite ist auf der Retromobil anzutreffen. Paris ist in diesen Tagen the place to be. Hier wird gehandelt und gekauft, und zwar im großen Stil. Die Preise erschrecken zum Teil selbst Brancheninsider und man fragt sich, ob die aufgerufenen Preise wohl das Trendbarometer für 2016 sind. Die Stände der Händler boten einige wirkliche Raritäten. Natürlich darf auf einer Messe der Grand Nation eine Rennlegende der französischen Automobilhistorie nicht fehlen. Die Tricolore schmückte gar einen Ferrari 275 GTB II oder der Porsche 356 GTL Abarth von 1962 am Stand von Fiskens. Dort waren auch der Pizzarini Competition oder das formschöne Alfa Romeo Competizione Coupé und das Alfa Romeo Tipo 33 Daytona Coupé zu bestaunen. Der Markt spricht eine deutliche Sprache. Gekauft wird, was schnell ist. Direkt daneben glänzte der Scuderia Montjuich Ferrari 512M in einem sehr ursprünglichen Zustand. Begriffe wie Originalität und Patina waren in diesem Jahr mehr zu hören als in den Jahren zuvor. Und immer mehr Anbieter zeigten entsprechende Fahrzeuge auf ihrem Stand. So zum Beispiel ein BMW 700 RS mit 2-Zylinder-Boxermotor, der Vorkriegs-Aston Martin Roadster, ein Mercedes-Benz 28/95 Phaeton von 1914 mit Holzkarosserie, der Porsche am Stand von Axel Schütte oder der sehr originale Mercedes-Benz 300 SL bei Movendi. HK Engineering präsentierte auf dem Stand einen wunderbaren schwarzen Flügeltürer aus New Yorker Vorbesitz mit Patina. Gleich daneben der Prototyp des Mercedes-Benz 300 SL Roadsters von 1955. Nur 5 der Vorserienprototypen wurden je gebaut und sie unterscheiden sich deutlich von den Serienfahrzeugen. Ein Gang über die Retromobil bringt immer wieder neue Überraschungen.
Die Ausstellung zum 110. Geburtstag des ACO über die Historie der Le Mans-Fahrzeuge gehörte dazu. Dort zu sehen war ein seltener Deutsch Bonnet, der Ferrari Dino Berlinetta Prototyp oder ein massiv wirkender Chenard & Walker von 1925. Ein Highlight der diesjährigen Retromobil war sicher die Auktion von Art Curial, bei der Ferrari 335 S Werksrennwagen zum unfassbaren Rekordpreis von über 32 Millionen Euro versteigert wurde. Er stellte natürlich einige andere Highlights in den Schatten. So stand bei Art Curial auch der Vasselweger Prototyp 5 von 1954 zur Ersteigerung. Dieser formschöne Ikone französischer Automobilkunst erzielte immerhin knapp über 500.000 Euro. Einen Rekordpreis erzielte auch der Ferrari Testarossa Spider Valeo von 1986. Für ihn wurden 1,02 Millionen Euro geboten. Auch bei Art Curial ist eine deutliche Tendenz zu sportlichen Fahrzeugen zu erkennen. Vorkriegsfahrzeuge sind nur noch am Rand zu finden. Während viele Fahrzeuge weit hinter dem Estimate-Preis blieben und zum Teil nicht verkauft wurden, wie auch bei den Auktionen von Bonhams & Grand Palais oder R.M. Sotheby's an den Champs-Élysées, legten verblüffenderweise die stark restaurationsbedürftigen Originalfahrzeuge sehr zu. Der Alfa Romeo Giulietta Sprint GTR mit deutlichen Unfallspuren von 1955 erzielte über das Doppelte des Schätzpreises und brachte einen Verkaufspreis von über 440.000 Euro ein. Dies war ebenfalls ein Rekordverkauf, den Art Curial sogar als Weltrekord bezifferte. Für den Alfa Romeo Giulietta Sprint wurden über 45.000 Euro geboten und für den Lancia Flaminia Sport mit Zagato-Karosserie wurden sogar 175.000 Euro geboten. Aber der Verkäufer zog den Verkauf zurück, da ihm der Preis nicht genügte. Ein 1958er Fiat Abarth 750 GT Zagato Scheunenfund erzielte knappe 47.000 Euro. Auch Liebhaber automobiler Kunst kam bei der Retromobil nicht zu kurz. In zwei Gängen präsentieren zahlreiche Künstler und Galerien kunstvolle Fotografien, Skulpturen, Lithografien und Grafiken mit dem Schwerpunkt klassischer Fahrzeuge. Und wer selbst hier nicht fündig wird, konnte sich einen kleinen Oldie von einem der Stände mit Miniaturmodellen mit nach Hause nehmen. Unser Fazit: Die Retromobil eröffnete die Saison mit einem Paukenschlag.